willkommen zurück bei Crash Academy mit einer weiteren Einsteigerfolge. Ganz wichtig, wir machen heute den Versuch einer Klassifizierung aller Schiffe in Star Citizen. Bei RSI oder von RSI vorgegeben gibt es da jetzt noch nicht ein verlässliches System, aber wir haben ein paar Kriterien gefunden, um euch den Überblick zu vereinfachen. Also es geht hier nicht darum, dass wir jedes Schiff jetzt einzeln durchgehen, sondern wir stellen euch an einigen Varianten und Beispielen vor, wie wir die Schiffe klassifizieren würden, um euch den Einstieg zu erleichtern und so das richtige Schiff für eure Bedürfnisse zu finden. Und von da aus gehen wir auch direkt los in die erste Kategorie und da sind für uns erstmal die Größenklassen am allerwichtigsten. Das bedeutet, wir unterteilen insgesamt in vier verschiedene Größenklassen. Ich fange jetzt mal an mit der kleinsten Größenklasse und zwar sind das die Einsitzer beziehungsweise zweisitzigen Schiffe. Das bedeutet Schiffe, die alleine vollständig operabel sind. Ganz klassisches Beispiel ist natürlich hier die Hornet, die Origin-Reihe. Diese ganzen Schiffe in dem Segment lassen sich vollwertig mit allen Fähigkeiten ausfliegen. Wenn man jetzt noch einen Spieler dazu hat, wie zum Beispiel bei einer Super Hornet, dann ist es ein Zweisitzer. Das bedeutet, er kann hinten einige Funktionen übernehmen. Aktuell kann er den Turm zum Beispiel steuern und damit den Piloten unterstützen. Aber damit war es das dann auch schon. Das bedeutet, es geht da wirklich darum, dass man als Lone Wolf eigentlich im Grunde unterwegs ist. Nächste Kategorie sind dann die kleinen Multicrew-Schiffe. Die kleinen Multicrew-Schiffe sind dann schon Schiffe, die ab 3 Leute aufwärts geflogen werden und wo wir auch schon Einschränkungen erleben in den Funktionen. Bestes Beispiel ist hier die Cutlass. Hier haben wir schon einen Turm, der nur noch gesteuert werden kann von einem Kanonier. Das heißt, wenn ich die vollen Fähigkeiten des Schiffes ausfliegen möchte, dann muss ich auf weitere Leute zurückgreifen. Das können jetzt hier aber auch sehr, sehr praktisch NPCs sein. Richtig. Außerdem geht es darum, als man zum Beispiel gerade bei der Cutlass es Schwierigkeiten haben wird, als Pilot die Schildsysteme und die Energiesysteme zu verstellen. Das heißt, das macht dann der Rio hinter einem. Dafür sind die auf Multicrew-Aktivitäten ausgelegt. Genau wie die nächste Kategorie, das sind nämlich dann die großen Multicrew-Schiffe. Da legen wir los mit einer Anzahl von Crew von 8 plus, also 8 und mehr. Ist wahrscheinlich Sawyers Lieblingskategorie, da wird es dann richtig spannend. Hier müssen wir uns aber vorstellen, dass wir hier schon viele Funktionen haben, die wir alleine nicht mehr überschauen können. Da finden wir eine Brücke vor, da sind Displays vor Ort, die wir nicht von einem Platz aus alle im Blick haben, sondern hier brauchen wir eine richtige Crew. Das heißt, wir können NPCs nehmen, aber wir brauchen wahrscheinlich auch Spieler, die diese NPCs überwachen, steuern, Befehle geben. Außerdem haben wir vor kurzem erfahren, dass auch die NPC-Plätze an sich pro Schiff begrenzt sein werden. Das heißt, eine Maximalanzahl von NPCs wird es je nach Größe des Schiffes geben. Wenn man selber NPCs mit einbringt, nämlich eigene NPCs, die man über Character-Slots kriegt, wird man das ein Stück weit erhöhen können, aber man wird vermutlich immer andere Spieler brauchen. Und bestes Beispiel ist da auch nochmal ein Schiff, jetzt wie eine Idris zum Beispiel, oder andere Schiffe, die über Point-Defense-Systeme verfügen oder über Türme, die über Remote-Control gesteuert werden. Da wird es natürlich so sein, dass jetzt der Captain sich nicht um die Freund- und Feinderkennung kümmern kann. Das übernimmt dann also entsprechend ein Offizier an Bord, einer eurer Mitspieler und dementsprechend haben wir sie auch in diese Größenklasse gepackt, damit ihr den Überblick darüber kriegt. Es gibt noch eine Sonderklasse, die wir jetzt hier erwähnen, darum sind es dann auch 4 und zwar ist es die Capital Class Ships, das heißt die wirklich richtig großen Schiffe. Da kann man sagen, gibt es momentan nur 2 bisher, die erwähnt sind in dieser Kategorie und das sind Militärschiffe und zwar die Idris und die Javelin. Und wenn man da mehr Informationen haben will, haben wir ein Video dazu. Ist natürlich auch ein Multicrew-Schiff, aber da kann man sich ganz sicher sein, eine Fregatte ohne Piloten drin im Hangar macht nicht ganz so viel Sinn. So ist es. Also informiert euch, wir haben 2 Showcases gemacht, einmal zur Idris und zur Javelin, wo ihr nochmal ganz genau die Rollen angucken könnt, die man mit diesen Schiffen übernehmen kann. Und das ist ein super Stichwort, denn dafür gehen wir jetzt in die nächste Kategorie. Die Rollen der Schiffe. Ganz, ganz wichtig, wir haben wirklich bei Star Citizen ganz viele Aufgaben, die man spielen kann, wo Schiffe auch speziell ausgerüstet werden müssen. Deswegen finden wir das sehr sinnvoll, da eine Kategorisierung zu versuchen. An erster Stelle natürlich gerade für Einsteiger interessant sind die Allrounder. Die gibt es auch in sehr, sehr großen Größenunterschieden, große Größenunterschiede, sehr gut. Die Constellation Andromeda kennen wir alle, ist natürlich ein sehr prominentes Beispiel, was definitiv ein Allrounder ist. Oder aber die Avenger, kann man sagen, ist ein Allrounder. Da kann ich jetzt bei der Titan zum Beispiel sagen, ich mache Handel. Oder was gibt es noch? Was können wir noch nennen? Die Aurora.
MR, ne? Mhm, genau. Klarer, kleiner Allrounder. Das bedeutet, im Endeffekt kann man es unter einer Kategorie zusammenfassen bei den Allroundern, nämlich sie können alles, aber nichts richtig. Man hat viele Möglichkeiten, das Schiff entsprechend zu nutzen. Wir gehen jetzt eine Kategorie weiter und das sind sozusagen die ja, wirklichen Cargo-, Transport- und Personal-Transport-Schiffe, die dafür gemacht sind. Wir fangen da an mit den Cargo-Schiffen. Als Beispiele könnte man da die Hull-Serie nennen, als echte Container-Transporter, wie man sie heute von den Weltmeeren kennt. Außerdem natürlich der Tanker, die Starfarer, das sind reine Cargo-Schiffe, also Schiffe, die wirklich dafür da sind, sozusagen wirklich die Fracht aufzunehmen, zu transportieren. Die Starfarer hat noch ein paar andere Möglichkeiten dazu, kann selber Treibstoff gewinnen und auch wieder abgeben, aber im Endeffekt funktioniert sie als echtes Cargo-Schiff. Weiter geht's dann mit den Transportern. Etwas weniger spezialisiert hier die Transporter, da kann man natürlich jetzt sagen, zum Beispiel eine Caterpillar oder eine Banu oder wir haben auch die Freelancer hier. Das sind dann Schiffe, da kann ich dann auch Sachen mit transportieren, die geben mir aber mehr Handlungsspielraum oder sind besser bewaffnet. Ich kann die ein bisschen vielseitiger einsetzen, habe aber natürlich nicht jetzt die Effektivität wie bei einem Containerschiff. Mhm. Personal Transport ist das nächste Thema. Das sind personalisierte Schiffe von klein bis relativ groß. Da fängt es also an auch mit Touring-Schiffen im Einsitzerbereich, wie zum Beispiel der 300i. Dann geht es weiter über Luxusschiffe, wie zum Beispiel die 890 Jump oder auch die Variante der Constellation Phoenix, die da mit reinzählt. Außerdem und ganz groß natürlich die Starliner als echtes Passagierschiff, Raumschiff. Kommerziell. Mhm. Ja, wahrscheinlich wird man auch Luxusgäste für die 890 Jump finden, aber als kommerzieller Linienverkehr-Transporter ist dann die Starliner zu nennen. Darauf freue ich mich schon darauf, wenn du anfängst darüber zu meckern, dass die Sitzabstände zu klein sind, weil du so groß bist, wie du es jetzt immer die. Ach, wie fliegt die Dinger? Ich werde mich dann reinschleichen, keiner weiß Bescheid, nicht als High Command macht dann den Kapitän und informiere die Passagiere dann über das Unterhaltungssystem an Bord. Finde ich sehr gut. Wir haben noch eine kleine Abgrenzung in dieser Personal Transport Kategorie und zwar sind das die Racer. Das sind also Schiffe, mit denen man nicht nur schnell von A nach B kommen soll, sondern die vor allem dafür gedacht sind, am Murray Cup und an diesen Racing Tournaments teilzunehmen. Ist jetzt ein bisschen eigenwillig, ja, aber wir haben das jetzt der RSI-Seite. NOM ist auch ein Transporter offensichtlich. Ich würde fast schon sagen, eigentlich ist Racer eine eigene Kategorie. Richtig. Aber es transportiert Menschen, deswegen lassen wir es erstmal im Transport, im Personentransport stehen. Wir kommen zum nächsten Punkt und der ist für euch sehr, sehr wichtig. Die meisten von euch möchten gerne diesen Teil von Star Citizen insbesondere erleben und das sind die Exploration- und Forschungsschiffe. Exploration fangen wir mal an, das sind wirklich die Entdecker, also die, die ins wilde All hinausfliegen, so boldly go where no man has gone before quasi. Das ist die Carrack, ganz zu Anfang ein dediziertes Exploration-Schiff dafür ausgemacht, eine lange Zeit da zu bleiben. Die Constellation Aquila ist auch dafür gemacht, die Freelancer Dur und die kleinste Variante, die 315P von Origin. Und das ist wirklich so Entdecker, wie man sie sich vorstellen kann, wie Columbus. Ja? Die fliegen hin wie die Pfadfinder und weisen den Weg für die Flotte, die danach folgt. Aber abzugrenzen demgegenüber sind natürlich die Wissenschaftsschiffe. Und das ist die ganze Endeavour-Linie. Hier haben wir verschiedenste Aufgaben. Wir können hier botanische Forschung betreiben oder mit einem Sensor-Array. Sensor-Array, ist das richtig? Ja, quasi mit einem großen Teleskop, Sensor-Array, dann anfangen, astrophysikalische Forschung zu betreiben oder auch auf der Hauptklasse medizinische Forschung. Grundlagenforschung letztendlich. Das ist sozusagen die Flotte, die du gerade erwähnt hast, die du hinter einer Carrack hinterherziehen würdest, um dann in einem neuen System dich wirklich umzuschauen und zu gucken, was du alles zu entdecken hast. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die ich sehr, sehr gerne mag. Das sind jetzt Industrial Schiffe oder Service Schiffe auch. Das sind wirklich mit die spezialisiertesten Schiffe, finde ich, in Star Citizen. Weil wir kennen alle diese Aufgaben wie Mining zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig, interessiert sehr viele Leute. Oder Reparatur, das ist die Crucible. Oder das Sammeln von Salvaging im Salvaging. Grunde genommen. Genau. Ja, richtig. Da geht es dann nämlich weiter mit dem Mining, zum Beispiel mit der Orion. Großes Schiff, extra dafür gemacht, auch wirklich darauf ausgelegt. Reparatur wolltest du wahrscheinlich zur Crucible, ne? Habe ich jetzt vertauscht. Macht nichts. Also auf jeden Fall die Crucible als Reparaturschiff dann ganz klar, großer Fokus da drauf und Salvaging, ja, da gibt es glaube ich insbesondere die wunderbare Reclaimer zu nennen, die uns ja immer so schön an die Nostromo, glaube ich, erinnert, ne, aus Alien. Wunderschön. Und ja, und dann gibt es noch eine für uns gerade wichtige Kategorie darunter. Search Rescue, Cutlass Red.
ist ein Schiff, was definitiv unter die Dienste gehört. Ein sehr wichtiges Schiff, wo man Leute einsammeln kann, verarzten kann, die Erstversorgung macht und sie dann zum Beispiel zu Endeavor bringt. Ja, so ist es. Denkt daran, dass das noch nicht alle Schiffe auch in diesem Bereich sein werden. Es wird ein großes Portfolio geben, von klein bis groß, was man da in diesen Bereichen tun kann, gerade im industriellen Bereich. Das haben wir noch nicht alles gesehen, was da irgendwann auf uns wartet. Also, wir wollten es euch jetzt erstmal so kategorisieren, dass ihr in jedem Fall mitkommt und wisst, wo kann ich welches Schiff verorten. Und da gibt es noch eine Kategorie, die dir vermutlich am allerbesten gefällt und ist die letzte. Natürlich die Fighter. Die sind ganz, ganz wichtig. Hier gibt es auch verschiedenste Größenkategorien. Wir haben den Dogfighter, den Bomber, wir haben Multicrew-Schiffe in dem Bereich und wir haben natürlich die Capital-Class-Ships. Das sind dann die ganz, ganz großen Kavenzmänner. Wir gehen eine Kategorie weiter von dort aus und gehen in die Modularität. Und jetzt wird es natürlich tatsächlich richtig spannend, denn wir grenzen jetzt das große Wort Modularität von Modulen ab. Das ist nämlich ein Teil davon. Wir müssen nämlich zwischen quasi drei verschiedenen Varianten da unterscheiden, drei verschiedenen Unterpunkten, nämlich Varianten, Modulen und Komponenten. Und jetzt kommst du. Das ist jetzt ein wirklich wichtiges Thema. Wir haben nämlich jetzt hier die Möglichkeit, schon über die Variantenschiffe in der spezialisierten Ausführung zu kaufen, die eine Rolle erfüllen. Zum Beispiel hier ein ganz einfaches Beispiel ist die 315P. Das ist jetzt eine Origin-Variante, die Exploring machen kann, im kleinsten Maßstab. Zur 300er-Serie gehört, also das heißt, in den Serien findet ihr einzelne Varianten, die spezialisiert sind auf den jeweiligen Zweck. Das nächste wäre dann die Module. Da kann man also sagen, dass die Avenger oder die Endeavor oder die Retaliator gute Beispiele sind. Zu denen wissen wir nämlich konkret schon, was wird es erstmal für Module geben. Das heißt, im Endeffekt bedeutet es nicht, dass ich das ganze Chassis verändere, dass das alles aussieht, sondern dass ich Innenräume ausnehme und durch andere ersetze, sodass sich da drin andere Funktionen widerspiegeln werden. Da gibt es natürlich jetzt gewisse Grenzen, ja. Gerade wenn wir jetzt die Retaliator uns nochmal anschauen, da gab es jetzt auch schon sehr, sehr viele Module zu kaufen. Und wenn ich natürlich jetzt das Bomb-Bay-Modul rausnehme und ein Transportmodul reinpacke, habe ich natürlich auch Transportkapazitäten. Die werden aber jetzt im Vergleich zu einem spezialisierteren Schiff wie einer Hull ganz, ganz große Nachteile mit sich bringen. Das heißt, der Retaliator mit Transportmodul wird niemals einem reinen Transporter ebenbürtig sein. Ja, genau. Und es kommt noch darauf an, das ist nämlich noch der Punkt, als letztes haben wir die Komponenten. Das Komponentensystem wurde jetzt gerade erweitert im letzten Patch, nämlich auf die Cooling Systems zum Beispiel, und wird jetzt in Zukunft immer ausgefeilter werden. Das heißt, Schildgeneratoren, Powerplants, wie gesagt, Cooling System, Triebwerke an sich, all das sind jetzt schon im Holotable sichtbare und dann in Zukunft auch komplett austauschbare Komponenten. Und die haben eine große Wirkung auf die Performance des Schiffes, denn wie ihr das Schiff nämlich ausstatten könnt. Ja, und da kommen wir nämlich zum Punkt mit der Bewaffnung. Das alles beeinflusst dann die Ausstattung des Schiffes und die Leistung und die Eigenschaften. Und auch wenn ich jetzt Module auswechsel, kann es sein, dass ich damit schon alleine oder Komponenten austausche, die Bewaffnung ändere. Wieder das Beispiel Retaliator. Ich habe den Bombay drin, damit habe ich Torpedos. Nehme ich die raus und mache da jetzt ein Boarding-Modul rein oder ein Dropship-Modul. Keine Torpedos. Sind die weg. Das heißt, wir sehen, alle diese Faktoren, die wir gerade aufgezählt haben, beeinflussen alle anderen Sachen mit. Das heißt, Bewaffnung wird verändert, aber auch sogar die Waffenleistung wird verändert oder die Triebwerkseffektivität. Ich glaube, auch das wird eine Rolle spielen, dass man einmal ein Triebwerk hat, was sehr schnell beschleunigt, aber vielleicht von der Reichweite eingeschränkt ist gegenüber einem Triebwerk, was halt eine sehr, sehr lange Performance hat. Und das führt uns im Endeffekt zur letzten großen Kategorie, nämlich der Effizienz. Da wollen wir euch jetzt noch mal ein bisschen eine Hilfestellung geben, denn das ist ein sehr, sehr sich selbst bedingendes System. Vorteil ist, man kann sehr viel individualisieren, customizen und auf sich selbst abstimmen. Nachteil ist, man muss einen guten Überblick, was man für was benutzen soll. Ja, und da fangen wir mit den Varianten an, nämlich die Varianten helfen euch erstmal, die richtige Rolle zu finden für das Schiff. Das heißt, ein spezialisiertes Schiff für eine Variante ist immer effizienter, wie Wiesen vorhin schon gesagt hat, als ein angepasstes Schiff. Bestes Beispiel, wie eben gebracht, die Hull und die Retaliator. Die Hull als Transporter werdet ihr sehr effizient transportieren können, weniger effizient kämpfen können. In der Retaliator ist es so, dass ihr weniger effizient transportieren könnt, aber dafür umso effizienter kämpfen. Das bedeutet, das bedingt sich schon mal. Das heißt, alle Module beeinflussen die Fähigkeiten und die Einsatzarten der Schiffe
und sind auf Bezug, wenn man sich die Effizienz anschaut, ist es natürlich so, dass ich dann die Fighter-Eigenschaften bei einem kämpfenden Schiff verliere, wenn ich andere Module reinstecke. Ja, das heißt also, ihr erweitert mit den Modulen dann die Möglichkeiten, die ihr für das Schiff habt, aber müsst dafür gewisse Einsparungen an anderer Stelle in Kauf nehmen. Außerdem kann man dazu sagen, mein Lieblingspunkt an der Stelle, Star Citizen bietet zumindest bisher und vermutlich auch in Zukunft keine eierlegende Wollmilchsau unter den Schiffen. Das heißt, es gibt kein Schiff, was kann, das alles perfekt kann. Ist auch das Konzept des Spiels. Es wird dann auch so sein, dass man jetzt keinen Produktionszyklus schließen kann, sondern dass man halt ein Schiff fürs Abbauen der Ressourcen braucht, dass man ein Schiff braucht, um Ressourcen zu verarbeiten und dann wiederum ein Schiff, was die verarbeiteten Ressourcen nutzt, um zum Beispiel ein Schiff zu reparieren. Es wird aber kein Schiff geben, keine Produktionsstätte, die sowohl minen kann, als auch recyceln kann, sage ich jetzt mal, als auch reparieren kann. Das heißt, wir haben hier einen Zyklus von verschiedenen Schiffen, die man braucht, um eine Aufgabe komplett zu erledigen. Und das am Beispiel einer Orion, die etwas abbaut, die Hull, die dann ankommt, um das Abgebaute mitzunehmen, irgendwo hinzubringen, zum Beispiel zu einer Reclaimer, um das Ganze wirklich zu verarbeiten und dann schlussendlich die Crucible, die das alles zusammensetzt, ist jetzt so ein klassisches, sehr einfaches Beispiel, aber so läuft's ab und das betrifft auch den Fight, ne? Gerade im Dogfighting ist das wahnsinnig wichtig, wieder, gerade wenn man jetzt einen Squadron hat oder eine Orga, die darauf spezialisiert ist, auf PvP, da wird es so sein, dass die Fighter verschiedene Eigenschaften haben, merkt man auch jetzt schon, und dann gibt es den Counterpart dazu, der genau diesen Fighter wiederum jagen kann, oder schwere Jäger, mittlere Jäger, all diese Sachen greifen da ineinander. Ein Bomber wie die Retaliator wird Schutz brauchen durch, sage ich jetzt mal, Hornets beispielsweise, die mitfliegen können, oder eine Vanguard. Mhm. Wir merken also, wir haben hier dieses Stein-Schere-Papier-Prinzip, war das richtig? Ja. Schere-Stein-Papier? Anyway. Egal. Ja. Wir haben dieses Prinzip und merken, wir können nicht jede Rolle erfüllen mit meinem Schiff, was ich jetzt habe. Ihr müsst entscheiden, was ihr später machen wollt. Es gibt kein Schiff, was so erweiterbar ist, dass ihr am Ende, sag ich mal, ich kaufe am Anfang des Spiels ein Schiff, haue die Teile weg, mache andere Teile rein, dann mache ich aus einem Transporter, aus einer HLI, ein Sternenkreuzer, ein Schlachtschiff, das geht nicht, ja. Mhm. Man muss sich dann schon entscheiden, soll es jetzt die HLI sein oder soll es eine Javelin sein, weil man wird diese Dinge nicht so umbauen können, dass wir alle Aufgaben erfüllen können im Laufe des Spiels. Und vor allem, dass ihr effizient damit seid. Das heißt, dass ihr wirklich sowohl die Crew, die ihr braucht, bezahlen könnt, dass ihr wirklich den besten Gewinn auch rausziehen. Und gerade für die Händler und Trader und Miner unter euch wird es sehr viel Rechenspiel dann sein, dass man sich überlegt, was will ich eigentlich wirklich als Kernkompetenz in Star Citizen tun? Welches Schiff suche ich mir dafür aus? Und wie kann ich es dann vielleicht noch mit Komponenten und Modulen so ausstatten, dass ich ein ganz gutes Portfolio abdecke? Aber es wird nicht so sein, dass ihr sozusagen alles in einem habt. Noch ein Beispiel, was glaube ich ganz spannend ist, der Unterschied zwischen der Hull und der Banu. Bei der Hull ist es so, ich habe ein Containersystem und kann einfach Waren annehmen. Vielleicht gibt es sogar eine Mechanik dafür, dass ich wirklich nur wie ein Trucker unterwegs bin, das Zeug einlade, ich weiß gar nicht, was drin ist, transportiere Container für andere Leute, lade die ganz schnell ab und bin wieder on the route. Dann die Banu, die ist dann wirklich schon wie ein kleiner Laden. Ja, da kann ich, habe ich sogar eine Ausstellungsfläche, kann da vielleicht teure Artefakte oder Teile, die ich gefunden habe, einen Turm von der Hornet reinstellen, da können Kunden an Bord kommen, andere Spieler, und sich Teile anschauen und Einzelteile kaufen. Da gibt es vielleicht Schränke, wo dann Sachen drinstehen, wo man Kleinstteile oder Handfeuerwaffen verkaufen kann oder irgendwelche Komponenten von Schiffen. Und dieses Schiff, die Banu, ist da schon wieder ein ganz anderes Konzept als ein Containerschiff. Und daher ist die letzte Frage, die ihr euch dazu noch stellen müsst, wie viel Crew wollt ihr eigentlich haben? Das heißt, wie viele Spieler wollt ihr mit einbinden? NPCs sind gut und schön, sind eine Sache zur Unterstützung, aber im Endeffekt, wenn ihr wirklich erfolgreich und vor allem auch effizient arbeiten wollt, hilft euch in so einem MMO natürlich der Spieler neben euch. Und da ist die Frage, wie viel Crew wollt ihr eigentlich, mit wie vielen Leuten wollt ihr unterwegs sein? Sagt ihr, ja super, klar, 400 Leute, Raumschiff Enterprise, los geht's? Oder ist es eher so, ich sag mal Firefly mit einer Crew von 8 Leuten, das ist mein Ding, das müsst ihr auf jeden Fall entscheiden. Also entweder Pegasus Carrier oder 315P. Das ist jetzt sehr extrem. Dazwischen sollte man sich schon entscheiden können. Hat Vorteile. Sehr gut. Also von daher, wir hoffen, euch hat dieser Einsteiger-Guide geholfen, euch ein bisschen in Star Citizen zurechtzufinden, euch mit den Schiffen zurechtzufinden und die Kategorisierungen zu verstehen, wie man das ungefähr aufbauen kann. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt, wo ihr, wenn ihr jetzt ein Schiff findet, was wir nicht erwähnt haben, wo ihr der Meinung seid, wo man das verorten könnte, oder uns fragt, wo wir das einordnen könnten. Wir geben euch da gerne Feedback. Ansonsten liked oder disliked
die Episode und ganz klar, abonniert den Channel, wenn ihr mehr über Star Citizen wissen wollt und mehr erfahren möchtet. Und wenn ihr uns persönlich als Channel unterstützen möchtet, dann schaut doch mal auf unser Patreon-Profil. Dort findet ihr eine Möglichkeit, uns als YouTube-Creator zu unterstützen. Das würde uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Weasen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!